Hier sehen Sie eine Beleuchtung, einen Controller, Fernbedienung und das Netzgerät. Ich versuche Ihnen nun kurz zu erklären, wie Sie diese einstellen. Um die Zeit des Controllers einzustellen, drücken Sie auf die Taste Timeset. Dann beginnt hinten die Minutenzahl zu blinken. Mit der Pfeiltaste können Sie diese anpassen. Ich sage jetzt mal, es ist vielleicht 10 nach. Dann drücken Sie erneut die Taste Timeset. Dann können Sie die Stunden einstellen und mit der OK-Taste bestätigen. So, die neue Zeit ist nun, die hinteren Zahlen sind, ist nun die Zeit. Die vordere Zahl hier zeigt den Modus. Den Modus 0 bedeutet manuell. Das heißt, ich kann mit den Prozentzahlen kann ich die gewünschte Beleuchtungshelligkeit einstellen. Wenn ich auf diese Uhr drücke, erscheint vorne eine 2. Das heißt, der Controller befindet sich im Automatikmodus und beginnt beim nächsten Zeitpunkt wieder mit dem Programm. Das Programm können Sie wie folgt einstellen. Drücken Sie die Taste Szene Set. Dann beginnt vorne zum Beispiel jetzt hier die Szene 01 zu blinken. Mit den Pfeiltasten können Sie durch die 10 verschiedenen Szenen durchschalten. Wenn eine Szene, wie jetzt hier die Nummer 10, auf 24.00 steht, dann ist sie ausgeschaltet. Der Controller wechselt von 23.59 auf 00.00. Also wenn eine Szene 24.00 eingestellt ist, bedeutet das, dass sie ausgeschaltet ist. Wir stellen jetzt mal zusammen so eine Szene ein. Ich drücke die Taste Szene Set und gehe auf die Szene 01. Das wäre in meinen Augen die am Morgen, wann die Aquariumanlage dann hochdimmen soll. Wenn Sie wieder die Taste Szene Set drücken, dann blinkt die Stundenzeit. Ich möchte jetzt bereits etwas früher beginnen, um 8 Uhr. Und wenn ich nochmals die Taste Szene Set drücke, dann blinkt die Minutenzahl. Mit den Pfeilen verstelle ich das wieder. Sagen wir, ich starte um 8.30 Uhr, würde ich gerne mit der Beleuchtung starten. So. Wenn ich jetzt wieder die Taste Szene Set drücke, dann erscheint hinten die 0.90. Das ist jetzt bei mir so eingestellt, ich empfehle das auch. 0.90 bedeutet ungefähr 20 Minuten Dimmdauer. Jetzt können Sie mit den Prozentzahlen sagen, wie hell Sie die Beleuchtung wollen. Ich möchte jetzt am Morgen mit relativ schwacher Beleuchtung starten und wähle die 10%. Das wird auf dem Display nicht angezeigt, aber Sie sehen es ja an der Beleuchtung selbst. Ich wähle jetzt 10% und drücke, wichtig, immer die OK-Taste drücken zum Bestätigen. Somit ist meine erste Szene eingestellt. Mit allen anderen Szenen geht das gleich. Ich drücke wieder die Taste Szene Set, wähle mit dem Pfeil die Szene 02 in dem Fall. Gehe jetzt auf 12.00 Uhr, das passt mir jetzt gerade. Die Dimmdauer, die bleibt gleich, die ist übrigens bei allen 10 Szenen gleich. Also wenn Sie die an einer Szene verstellen, wird die auch bei allen anderen verstellt. Ich möchte jetzt um diese Uhrzeit 50% und drücke wieder OK. Jetzt mache ich noch eine dritte Szene, mit der Pfeiltaste wieder hoch, Szene Set drücken, das möchte ich jetzt bereits um 15 Uhr. Und da sage ich, möchte ich gerne 100%. Okay. Szene 4 stelle ich dann etwas später ein, zum Beispiel 19 Uhr. Und ziehe da wieder runter auf 20. Szene 5 mache ich jetzt bei mir 22 Uhr. Und sage, okay, dann will ich ausschalten. Ich drücke dazu die 10%-Taste zuerst und dann dieses Symbol mit der Sonne und dem Pfeil gegen unten. Das heißt, noch weiter zurückdimmen, bis die Beleuchtung ausgeht und bestätige dann mit OK. Und somit ist eigentlich der ganze Controller eingestellt und um 22 Uhr wird die Aquariumbeleuchtung dann ausschalten.
Richtig, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Reinigung vornehmen und deshalb viel Licht brauchen und sag mal jetzt am Abend auf 100% gehen, das Aquarium reinigen. Wenn Sie fertig sind mit der Reinigung, denken Sie daran, wieder das Licht zu dimmen, wenn Sie wollen. Und vor allem wichtig, wieder auf die Uhr zu drücken, dass vorne auf dem Display die 2 erscheint.